kriegt jetzt von alle ein Dado. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist ja schon wieder dunkel. Acht, neun und zehn. So. Gut, dann gehen wir jetzt zu den Kühen. Bist du viel Platz, wenn... Wobei, doch, ich habe zwei Plätze dann frei. Geht also. Oh, ich hasse es, wenn die Monster zwischen meinem Zuckerrohr langrennen. So, ich glaube, das war's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9 und 10. So. Das ist echt super mit dem Plünderung 3 Schwert. Da kriegt man so viele Sachen raus von den Tieren, die man ermordet. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, ich habe jetzt 19 Kaninchenfelle und 18 Leder bekommen, obwohl ich nur 10 Kaninchen und 10 Kühe getötet habe. Und Unmengen an Fleisch natürlich auch. Nein. Ach ja, ich muss ja erst tauschen gehen. So. Ah, da ist er ja. So, bringe erstmal das Fleisch runter. Okay, damit habe ich genug. Man kann nie genügend haben von etwas. Ich meinte jetzt genügend Smaragde, um mir ein Verzauberungsbuch zu kaufen. Achso, ich hab so viele Smaragde habe ich mir geholt, dass ich 6 Stück kaufen konnte. Ja, ich habe jetzt auch 6 Stück. So, zack. Ich habe uns übrigens Kakao geholt, gell? Wir haben jetzt Kakao bei uns im Dorf. Das klingt gut. Ja, ist auf der Farm, habe ich extra eine obere Strebe oben entlang gemacht. Dann können wir jetzt Kekse backen. Ich habe schon welche gegessen, ein ganzes Stack. Wobei, wir brauchen dann eh noch wieder Weizen. Kekse sind auch der einzige Grund, warum man Kakao braucht. Nee, für braune Farben auch. Ach, da fällt mir doch was ein. Ja, gut. Wofür brauchst du braune Farbe? Braun ist meine Lieblingsfarbe. Aber was färbst du ein? Teppich, Wolle und Hunde und Lamas. Ja, gut. So, einer von diesen Hunden. Ich nehme mal dich. So. Und du kriegst dann noch ein eigenes Namensschild. So, ich brauche jetzt noch weiß, rot, blau. Ich glaube dann noch was. Wären 40 Stück Weizen. Ja. Machen wir das so. Das waren alles. Was ist nochmal hier? Lamas? Ich habe keine Ahnung mehr. Das Skelett ist tatsächlich noch gestorben. Auch nicht schlecht. Hey, jetzt habe ich plötzlich einen Bogen. Ich will gar keinen Bogen. Oh, da ist direkt vor meinem Blickfeld ein Enderman gespawnt und ich habe ihn knapp nicht angesehen.
Während dem Laufen, einfach direkt vor mir gespawnt. So, ich muss mir jetzt noch ein bisschen meine Ausrüstung reparieren und dann können wir los. Hm? Du weißt ja, wie reparieren bei mir geht, oder? Nee, keine Ahnung. Aber mir fällt gerade ein, dass ich... nach unten zu meiner Zombie-Pigman-Farm und... Und? Und töte die Zombie-Pigman. Ah ja. Tu das. Ich bin gerade noch am Sammeln. Also jetzt mache ich gerade Kakao, den hatte ich vorhin tatsächlich vergessen zu sammeln. Ah, jetzt kommen hier nur keine mehr runter. Warum denn nicht? So, ich hab zwar alles. So. Weil du da bist, Tyron. Die mögen dich nicht. Sie wissen, du willst sie töten. Erstmal meine Ausrüstung ausziehen, die komplett repariert ist. Eigentlich, als wenn sie komplett repariert ist, müsste das vollkommen egal sein. Ich habe gelesen. Nein, dann kriegst du ab und zu Erfahrung. Ah. Okay, wenn dann. Wenn du komplette Ausrüstung quasi anhast, deine Rüstung komplett Reparatur hat. Dann hast du quasi eine 1 zu 5 Chance, also wenn du jetzt auch ein Werkzeug in der Hand hast, was Reparatur hat, hast du eine 1 zu 5 Chance, auf jeden Gegenstand das zu bekommen. Und wenn das auf deinen... Gott, jetzt ist hier irgendwo ein Mini-Zombie-Pigman langgelaufen. Okay. Wenn das auf halt irgendeinen Gegenstand geht, der voll ist, dann bekommst du die Erfahrung. Ah ja, okay. Das ist aber blöd. Eigentlich sollte es einfach alle Gegenstände mit Reparatur einfach strikt durchgehen und die Erfahrung halt verbrauchen, wenn sie verbraucht werden kann. Alles, was nicht verbraucht werden kann, sollte dann deinem Level zugute kommen. So finde ich, wäre es gut programmiert, wenn es echt so ist. Und offenbar scheint es so zu sein, denn ich habe vorhin Erfahrungspunkte aufgenommen. Wobei ich weiß nicht, ob ich den Bogen ausgerüstet hatte. Aber wenn es so ist, dann ist es echt blöd gemacht. Unglaublich blöd. Es liegt jetzt in meinem Trichtern jeweils eine Erfahrungskugel. Lol. An die ich irgendwie nicht rankomme. Dann mach die Trichter irgendwie weg. Na, ich weiß, was ich mache. Oh. Ich muss ja die Trichter haben, damit ich die Ressourcen einsammle. Dann mach die Steine weg, die drumherum stehen. Mache ich noch. Okay, meine Weste ist anscheinend schon wieder fast voll. Okay. Auf meiner Spitzhacke fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen sehr viel. So, einmal entlanglaufen, damit wir auch alles kriegen. So, super. So, mit Kakao bin ich dann gleich fertig. Dann kommen noch die ganzen Schafe dran. Ich brauche auch Schafe hier unten. Nicht hier unten, aber ich brauche Teppich hier unten. Oh. So. Lol, ich habe da gerade einen Kakao platziert, der wurde
sofort als größerer platziert. Also der ist im selben Moment tick größer geworden. Ja, das ist manchmal ganz schön, wenn das passiert. Ja, ich habe das noch nie gesehen. So, jetzt fehlt tatsächlich nur noch meine Spitzhacke. So. Ist mir gerade schon wieder passiert, dass ich F gedrückt habe. Ach du Armer. So. So, das war's. So. So, ich mach das gleich so, zack. Weil eigentlich müsste ich mal testen. Wie viel habe ich da jetzt rausbekommen? Ich glaube auch nur einen. Okay, dann lasse ich das. Jetzt weiß ich, welche Verzauberung auf meiner Spitzhacke noch fehlt. Welche denn? Behutsamkeit. Vier. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 4 oder 5 Gegenstände mit Behutsamkeit drauf. Ich habe sogar Diamanten. 5. Weißt du noch, als ich noch meine Spitzhacke mit Behutsamkeit hatte, die ich mir kaufen konnte? Ja. 6. Sieben. Acht. Neun. Und 10. So. Sehr schön. Jetzt habe ich schon wieder 5 Eier hier. Ah, sogar ein Hügel gespawnt. So, meine Spitzhacke ist jetzt wieder auf der Hälfte von der Haltbarkeit her. Cool. So, dann stelle ich meine Zombie-Pigment-Farm wieder um und dann können wir los. Ah, jetzt muss ich. Ich bin gerade noch beim Züchten. Okay. Jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Okay. So, 1. 2. 3. Könntest ja zu arg auf mein Let's Play machen. 4. Hatte ich mal überlegt. Aber. Warte, 5. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. 5. 6. Ja, schade. 7. 8. ETF, wie kann der da drin überleben? Keine Ahnung. 9. 10. Okay. So, dann haben wir hier Braun. Also ich hab, zum einen läuft Ark bei mir, selbst ohne Aufnehmen, nur mit etwa maximal 10 FPS. Okay. Weil mein PC so alt ist. Maximal, und das, wenn ich auf den Boden schaue. Bei welcher Grafikauflösung? Minimal. Okay. Ich hab alles auf Minimal gestellt. Ich glaube, ich bin sogar in die Config rein, hab sie noch minimaler gestellt, glaube ich, und das... es läuft bei mir einfach nicht. Zum anderen, ich hab genügend Let's Play und Ark wäre ein endloses Let's Play. Also, nein. Was meinst du eben? Ark wäre ein endloses Let's Play. Und ich habe genügend endloses Let's Plays, also... Nein. Du kannst Ark tatsächlich sogar durchspielen. Ja, aber... Nee. So, hä, habe ich nur 3? Okay, dann war's das. Ich hatte nur 3 braune Schafe, was geht denn sowas? Hatte ich nicht die... Schere mal gewechselt, dass ich die Was sind denn die anderen endlos Let's Plays, die du hast? Minecraft und LOL. Na gut, das stimmt natürlich.
natürlich. Ja. Und ich habe schon mal ein 50. Let's Play versucht, das 50 Folgen Shopekeep, das wäre auch ein endliches Let's Play eigentlich geworden. Na gut, wäre möglich, aber hatte ich keine Lust. Und nee, das war zu anstrengend. Also 50 ist 5 Let's Plays sind definitiv zu anstrengend. So. Ich finde immer noch schade, dass man die Diamantsachen nicht einfärben kann. Mhm. Das ist in Ark wirklich schön gemacht, da kann man alles einfärben. So, eins. Zwei. Dieses drei. Hellblau von den Diamanten sieht halt nicht wirklich so schön aus. Mhm. Vier. Fünf. Sechs. Ah, Mist, das hab ich nicht aufgepasst. Sieben. So, mit der Schere geht's jetzt nicht mehr weiter. Ich hätte jetzt noch drei, die töte ich so. So, das waren eins. Zwei. Drei. So. Gut, das wäre das jetzt gewesen. Die Lamas müsste ich noch vermehren. Taran, hast du gerade Internet da? Was habe ich? Internet. Könntest du mal bitte kurz nachschauen, was Lamas brauchen zum Essen? Natürlich. Vielen Dank. Weil ich hab's vergessen. Ich dachte, die brauchen Weizen, aber offenbar nicht. Ah. Lamas fressen. Wo steht denn das? Bei Vermehrung meistens. Oder Züchtung. Irgendwie sowas. Steht hier nichts. Also ich finde hier tatsächlich gerade selbst im Wiki nichts. Oder steht das hier links irgendwas im Text? Das ist irgendwie komisch, wenn du im Wiki nichts findest. Also nicht so auf Anhieb. Also im Text müsste es halt drin stehen. Oder eigentlich müsste sogar rechts in der Box was sein. Ja, eigentlich schon. Da habe ich ja nachgeguckt, aber nichts gesehen. So. Entweder bin ich blind oder da steht nichts. Na, also, da ich das schon mal dort nachgelesen habe und gefunden habe... Ah, um sie in Paarungsbereitschaft zu versetzen, gibt man ihnen Strohballen. Ah, das war's, danke. Daraufhin wenden sich die Elterntiere einander zu, Herzpartikel steigen auf und nach einiger Zeit erscheint ein Jungtier zwischen den Elterntieren. Dankeschön. Dann mache ich mir jetzt Strohballen. Aber rechts steht nichts, also es steht tatsächlich nur im Text. Hm. So, wir haben schon wieder neue Rezepte bekommen. Kübis Laterne. Was? Ich kann ach, das ist eine Melonenkerne, die ich machen kann. Na gut, das war jetzt zwei Strohballen. Da. So, das sind eins, zwei, drei brauche ich. Sehr schön.